Nein. Das ist aber auch ein Ranz da unten, ey, meine Güte. So, ich versuche das jetzt noch ein, zwei Mal und dann machen wir Schluss für heute. Aber ich möchte das eigentlich noch ganz gerne, die Situation klären, damit ich das nicht am Anfang der nächsten Session und Folge machen muss. Ich möchte das hier mit den Kugeln klären, mit dem Geröll und auch mit den Viechern da unten beides ganz gerne. Oh! Very elegant. Sehr elegant. Oder so. Cool. Ach, der Spaß ist das. Auch daran kann ich mich entsinnen. Ach so, funktioniert das hier. Ich verstehe. Auch wenn ich den Sinn nicht so ganz nachvollziehen kann, aber... Geht die jetzt auch wieder zu? Ja. Also, erst auf die hintere anscheinend. Cool. Das war eher so minder geil. Vor allem weiß ich nicht, ob ich jetzt die Viecher übersehen habe dafür, dadurch. Das ist einfach nur die, die nach oben führt, ne? Ja. Oh! Nee, Moment, Entschuldigung, ich habe gerade die Musik auch abgehackt, das wollte ich eigentlich überhaupt nicht. Okay. Aber... Ich krieg grad ein bisschen Schiss, ehrlich gesagt, weil ich hab den Klöppel jetzt nicht. Das ist ein bisschen doof. Ein bisschen sehr doof sogar. Komm mal bitte her. Das machen wir jetzt noch eben. Dauert vielleicht ein bisschen länger, aber... Na, holen die? Ja, läuft wieder gegen die Tür. Aber so ist es eigentlich am sinnvollsten, würde ich fast sagen, was unsere Energie angeht. Scheiße.
Wisst ihr was? Jetzt bin ich es gleich leid. Es ist so bescheuert eigentlich. Ich häng da gar nicht mehr. Was willst du? Ah, fuck. Hab ich wieder verpasst. Na, ah, da hätte ich was gehabt. Was ist das jetzt? Einer ist noch da. Komm, den machen wir auch noch eben. So. Genau, da kam ja noch einer. So, das habe ich nämlich jetzt wesentlich besser gelöst als vorhin. Leider fehlt uns aber trotzdem ein Geheimnis. Ist ein bisschen schade. Mal hier gucken. Das mit dem Klöppel macht mich echt stutzig. Aber ich gehe das Risiko jetzt ein und ich würde sagen, wir verlassen den Level. Sobald ich wieder da hochgegangen bin. Moment mal. Wir waren ja noch gar nicht da oben und alles. Das macht mich jetzt noch stutziger. Scheiße. Oh, ich habe keine Lust, hier 10.000 Sachen nicht zu machen. Oh, Leute, nee. Kacke. Scheiße. Ich hoffe nicht, dass... Das Ding brennt ja jetzt auch. Oder brannte das eben auch schon? Ich weiß es nicht. Kacke. Shit. Waren wir überall? Ich weiß jetzt auch nicht, wie man da hochkommt. Ganz ehrlich. Muss man hier... Ah, nee, 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 nee. Das ist jetzt echt doof. Ich weiß es halt nicht, ob man... Vielleicht ist es auch im nächsten Level erst so, dass man die Sachen da einsammeln kann. Das kann sehr gut sein. Wie kommt man denn da oben hin? Waren wir ja auch noch nicht. Nee, ich guck mich jetzt nochmal eben kurz hier um. Das mache ich jetzt auch noch mit euch. Was hat es mit diesem Gang auf sich? Da muss ja irgendeinen Grund geben. Warum man da hin kann. So.
Da hinten der Schalter. Mal kurz gucken, ob ich den euch besser zeigen kann. Ja, da hinten der Schalter, das war ja der für die Tür da hinten, für die große. Da hatte ja hier mit dem Ding nichts zu tun. Ach, Mann. Ich hoffe, ihr versteht meine Sorge gerade. Ja. Das zum Beispiel. Ach, Mann, fuck it. Die ganze obere Etage da ja noch überhaupt nicht gemacht und alles. Shit, ey. Moment. So nicht drauf. Tja. Also das bekommt ihr natürlich als Bonus drauf, also ich mache hieraus jetzt keinen eigenen Part. Habt ihr ja auch zu diesem Zeitpunkt schon festgestellt, wenn ihr das Let's Play guckt. Habe ich hier was übersehen? Ich glaube eigentlich nicht. Der Bereich müsste eigentlich fertig sein. Ich glaube, ich mache mir gerade Sorgen um nichts. Wäre auch komisch programmiert, wenn man das Level jetzt verlassen könnte, ohne die Sachen einzusammeln. Dann steht man hinterher da. Aber hier ist auch nirgendwo was. Nicht noch ein versteckter Schalter oder was? Gar nichts. Nicht. Ja, nichts ist hier. Fuck, ey. Ja, ich gehe jetzt das Risiko ein und wir verlassen das Level und legen dann da einen neuen Speicherstand an. Ich werde mich aber eventuell erkundigen, wie das ist, weil ich habe ehrlich gesagt keine Lust, hinterher in Probleme zu bekommen, die man sich hätte vermeiden können, weil ich hier vielleicht irgendeinen Weg nicht gesehen habe oder was und die Sachen schon hier in diesem Level hätte einsammeln müssen. Und da ist es mir dann doch ein bisschen sicherer, wenn ich das dann mal nachprüfe. Offscreen natürlich. Weil. Nee, weiß ich nicht. Gerade guckt, ob da außen noch irgendwelche Schalter sind, aber nein. Ist hier. Auch keine Schalter und nix, ne. Hier oben noch was. Da ist ja überall noch. Da oben ist noch ein Gitter und alles. Tja. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass man da wieder hinkommt.
Diesmal machen wir es sinnvoller. Ja, alles klar. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen, auch an dieser Stelle wieder. Und wie gesagt, ihr werdet mich wahrscheinlich einfach mal ein bisschen erkundigen, weil mich das lässt mir auch sonst keine Ruhe, weil ich möchte ehrlich gesagt nicht irgendein Level unkomplett da rumliegen haben, was jetzt wirklich Sachen angeht, die ich auch brauche für den weiteren Verlauf. Ich habe aber auch noch was anderes erinnert. Also ich habe noch in Erinnerung, wie man an diesen Klöppel... Also, dass man da drankommt, dass man das mit dieser Kanne da oben drüber macht, das ist ja auch ziemlich offensichtlich, dass man das Feuer oder so quasi dann da reinlaufen lassen muss oder irgendwie, so war das, glaube ich. Oder man muss in diese Schale mit diesem Feuer noch irgendwie Öl oder was reinfüllen, irgendwas finden. Mich hat es nur stutzig gemacht, dass wir ja schon da oben waren. Wir waren ja quasi schon da. Und wir haben ja auch noch diese Brücke gesehen, wo ich aber überhaupt nicht wirklich im Ansatz irgendeine Option gefunden habe, wie ich jetzt da drauf kommen soll. Und die zweite Etage in diesem einen Haus da zum Beispiel mit den Yetis, wo ich gerade eben noch drin war. Ja, das gibt mir schon zu denken, muss ich ja doch gestehen. Jedenfalls, ich werde da schon sicherlich was zu rausfinden. Ist zwar immer so ein bisschen schade, wenn man dann sowas nachguckt, aber oder nachgucken muss. Aber andererseits, ich habe ja versucht, da hinzukommen. Ich habe auch keinen Weg gefunden. Und ja, ich hoffe einfach mal nicht, dass wir da irgendwas übersehen haben. Ich speichere hier mal ab. Ich habe nämlich gerade schon überlegt, das könnte nämlich das Level der Eispalast sein. Und da hat sich das schon gekreuzt, freudscher Versprecher. Der Eispalast, ja geil. So, ich gehe mal eben... Wisst ihr was? Ich gehe noch mal eben ein Stück weiter. Was ist das denn? Ja, siehste. Das ist nämlich eine Glocke. Okay, hab nichts gesagt. Weiß, was das für Spaß ist hier. Aber das finden wir erst in der nächsten Folge heraus. Was es mit diesen komischen Plattformen im Boden auf sich hat. Das ist bestimmt für die Leute vor allem interessant, die das Spiel halt noch nicht kennen. Denn das ist, glaube ich, etwas, da wird man nicht so ohne weiteres drauf kommen. Hört auf rumzuspacken. Wollte eigentlich Schluss machen, jetzt nehme ich immer noch weiter auf. Kann ich auch. Ich bin kein Yeti. That is the difference, you know. Kann ich euch abschießen? Nein. Ein Medipesh. Alles klar, dann sage ich nochmal... Danke, ich spekuliere jetzt einfach mal darauf. Habe ich da gerade noch eine Glocke gesehen? Da ist noch eine Glocke, ne? Ja. Ich spekuliere einfach mal darauf, dass es doch jetzt richtig war. Und ja, schauen wir mal, was so in der nächsten Session dann geht. Danke jedenfalls wieder fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch wieder so gut gefallen wie mir. Ich bin wieder sehr zufrieden, haben guten Fortschritt gemacht. Im Prinzip ein komplettes Level geschafft. Was heißt im Prinzip? Wir haben ein komplettes Level geschafft. Und ja, auch das war wieder sehr schön und auch teilweise angsteinflößend sogar. Erschreckend, ja. Auf jeden Fall bis zur nächsten Session von Tomb Raider 2. Falls es euch gefallen hat, lasst es mich gerne wieder wissen, indem ihr einen kleinen Daumen nach oben gebt und vielleicht auch einen Kommentar schreibt, wenn ihr den möchtet. Und ja, jetzt haltet mal die Klappe da hinten, danke. Und dann sage ich einfach mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Dave.